Hallo. Dieses Mal waren wir für 8 Tage im Grand Resort. Das Grand Resort ist ein etwas älteres Hotel. Liegt direkt in der Mamscha Touristik Village Straße. Also nach rechts und nach links gibt es eine schöne Promenade, wo auch viele Geschäfte sind. Aber jetzt gucken wir uns erstmal das Hotel an. Kleiner Rundgang. Salam. Lobbybereich. Rezeption. Taxistand. Würde ich persönlich aber über ABC-Taxi machen. Toiletten. Hier ist Club Orange. Da wird abends Musik gespielt. Bis 11. Ansonsten Bar. Bankautomat. Und dann befindet sich hier auch die Lobbybar. Die ist nicht all-in, die muss bezahlt werden. Weiter zur Pergola Bar. Dort ist noch ein Café, auch gegen Extra Charge. Schmuckstand. Und ganz wichtig, Kaffeeautomat. Ansonsten gibt es hier 2 Innenhöfe. Das ist jetzt der erste. Hier gibt es dann auch einen Shisha-Stand. Snack gibt es überall hier. Hier ist eine Snackbar. Abends à la carte, mexikanisch. Essen ist gut. A la carte Restaurants allerdings, naja, vom Ambiente her nicht so schön. Ansonsten, das ist dann der Bereich mit dem kalten Pool im Winter.
gibt es dann Frühstück. Ist natürlich schon etwas älter, aber alles noch heil und in funktionsfähigem Zustand. Hier in der Mitte gibt es dann auch eine Snackbar, Island Bar. Auch abends dort in Anführungszeichen à la carte. Beziehungsweise gibt es dort auch wieder Snacks. Hier ist dann das Marrakesch. Da gibt es Frühstück und Abendbuffet. Wir haben ungefähr eine Auslastung im Moment von 40-50%. Es gibt hier noch ein großes Restaurant, das ist aber im Moment bei der Belegung geschlossen. Und deswegen ist hier abends und mittags dann das Buffet. Gucken wir mal zum zweiten Innenhof. Da befindet sich dann der beheizte Pool. Da gehen wir gleich auf dem Rückweg einmal durch. Ansonsten auch wieder Snackbar und Getränke gibt es hier oben. Thank you.
oben ist das geschlossene große Restaurant. Wobei ich es jetzt eigentlich nicht schade finde, weil es soll wohl ein bisschen nach Bahnhofshalle da oben sein. Hier ist dann der Kinderpoolbereich. Sehr spartanisch. Wassertiefe 20 bis 50 cm. Massagebereich. Tischtennisplatte. Und einen weiteren Pool, der nicht beheizt ist im Winter. Mediterranean Restaurant. Auch abends à la carte. Hat für mich aber auch ein bisschen Bahnhofsatmosphäre. Oh, das war im Großen und Ganzen schon mal die Anlage. Jetzt gucken wir noch mal durchs Café wieder nach vorne und dann geht es noch mal zum Strand. Gucken, ob wir hier reinkommen. Das ist hier alles extra charge. Und jetzt sind wir auch schon wieder in der Lobby. Jetzt gucken wir mal zum Strand. Jeden Tag bin ich bei Facebook drin. Ich poste mein ganzes Leben dorthin. Jeder sieht, was ich gerade mache und wo ich bin. Log dich ein und drück auf. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir.